Hallo ihr Lieben, ich zeige mich mal wieder vor der Kamera. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die letzten Male habe ich mich gar nicht mehr gezeigt. Das liegt einfach daran, dass wir im Moment auf einer Baustelle wohnen, was nicht sehr prickelnd ist, aber hier sah es einfach so unordentlich aus und ich habe es zeitlich nicht hinbekommen, mich noch zu filmen, alles aufzuräumen und ja, ist zurzeit ein bisschen schwierig. Wir sind immer noch am Umbauen. Unser Haus verbinden wir quasi, also wir haben zwei Wohnungen. Unten hat meine Mama gewohnt, oben wir. Und diese verbinden wir jetzt. Meine Mama hat sich eine neue Wohnung gesucht und wir nutzen das Haus alleine, weil wir hatten hier oben so um die 75 Quadratmeter und das ist einfach mittlerweile für vier Personen viel zu eng, plus Hund. Ja, und deswegen haben wir uns so entschieden. Und deshalb habe ich mich die letzten Male auch nicht mehr gezeigt. Aber mittlerweile habe ich ein bisschen Ordnung reingekriegt. Ich habe auch schon weihnachtlich dekoriert, wie ihr sehen könnt. Natürlich passend zu meinen Videos, denn heute habe ich auch wieder ein weihnachtliches Rezept mitgebracht, nämlich leckere Kokosplätzchen. Und ja, ich habe halt gesehen, vor 3 Jahren habe ich das letzte Mal Kokosplätzchen gebacken, nämlich Kokosmakronen. Und ich finde, es war allerhöchste Zeit für ein neues Rezept. Und deshalb habe ich Kokosplätzchen heute für euch, die nicht nur schnell gemacht sind, sondern die schmecken richtig lecker. Die habe ich im Internet gefunden, die habe auch ich zum ersten Mal gebacken. Aber die sind von innen total weich und von außen kross. Und ich finde, so müssen Kokosplätzchen einfach sein. Total lecker. So, ich habe jetzt genug geschnackt. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Und dann sehen wir uns später nochmal. Ihr gebt alle Zutaten bis auf die Butter und die Eier in eine Schüssel und rührt diese kurz durch. Dann gebt ihr auch die Butter und die Eier dazu und knetet das mit den Händen so lange durch, bis ihr einen schönen Teig habt. Ich habe hier im Übrigen einen Handschuh getragen, weil meine Hand ein bisschen demoliert ist von den Umbauarbeiten. Und ja, deshalb trage ich halt den Handschuh. Wenn der Teig fertig ist, könnt ihr euch einen Eisportionierer nehmen, so habe ich das gemacht. Habe mir das portioniert und habe diese Kugeln noch halbiert, weil ich wollte kleinere Plätzchen haben. Ihr könntet die auch so groß lassen, dann habt ihr große Plätzchen. Jetzt formt ihr euch in der Hand Kugeln und drückt diese leicht flach. Dann habe ich hier ein Backblech mit Backpapier ausgelegt und da kommen die Plätzchen jetzt drauf. Legt die nur nicht zu eng, denn die gehen noch ein bisschen auf. Und jetzt sind die schon bereit für den Ofen. Ich habe meine 8 Minuten im Ofen gehabt. Da solltet ihr am besten nach 6 Minuten mal reinschauen. Die dürfen nicht braun werden, sonst werden die zu kross. Also ihr seht das gleich, ich zeige es gleich. Unten drunter sind die schon braun, aber oben sind die noch relativ hell. Hier seht ihr es. Weil wenn die zu lange im Ofen sind, dann werden die einfach hart und trocken. Und das macht die Plätzchen nicht aus. Im Gegenteil, die müssen weich und saftig sein. Wenn die Plätzchen komplett erkaltet sind, gebt ihr die auf ein Backpapier und dann habe ich hier Konfitüre in einem Wasserbad geschmolzen und verteile diese mit einem Löffel über meine Plätzchen. Zum Schluss habe ich noch ein paar Kokosraspeln drüber verteilt. Da könntet ihr jetzt auch bunte Streusel nehmen oder was anderes, weihnachtliches. Ich dachte mir, ich nehme Kokosraspeln, damit auch jeder sehen kann, dass es Kokosplätzchen sind. Also ich musste die Plätzchen gerade tatsächlich wegpacken, weil sonst wären die wahrscheinlich aufgegessen, bevor meine Familie nach Hause kommt. Und die wollen ganz sicher auch noch einen Keks abbekommen. Also rate ich euch schon fast, die doppelte Menge zu machen, weil das sind so typische Kekse, da fängt man an zu essen und kann einfach nicht mehr aufhören. Ich rate euch auch, die Schokolade drüber zu tun. Also für meinen Geschmack finde ich Kokos und Schokolade einfach nur super zusammen. Aber klar, wenn ihr keine Schokolade mögt oder die nicht da drauf haben wollt, könnt ihr die natürlich auch weglassen. Sie schmecken auch ohne Schokolade, aber ich finde, die geben den Keks noch das gewisse etwas. Ja, mein Geschmack, ihr könnt selber entscheiden. Ich hoffe, ihr macht die mal nach und lasst mir euer Feedback da. Da würde ich mich sehr freuen.
Und ansonsten sind wir schon wieder fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss.